All right. It's all right, it's all right. I'm gonna wake you up early, cause I'm gonna take a ride with you. Ich freue mich voll auf heute. Das ist mir schon klar. Wie heissen die? Young Guns? Young Guns Beat Shop. Das ist der Nick Heer, 25. Er hat eine TÜV-Garage mit Kollegen. Die bauen selber TÜV. Also, nicht nur. Du kannst zum Beispiel zu ihnen gehen und eine pinkige Harley verlangen. Aber sie baut wirklich auch komplett selber TÜV. Mit dem einzigen Ziel, so schnell wie möglich zu fahren. Dann fahren sie so Geschwindigkeitsrennen, Beschleunigungsrennen. Ja, das ist ihr aktuelles Projekt. Der Ferdinand. Der bereitet jetzt gerade vor für das Glemseck. 101 heisst, das ist ein TÜV-Festival in Deutschland. Und dort gehen sie was machen? Ja, so schnell wie möglich fahren. Gegen die Besten von Europa. Und jetzt sind sie gerade in ihrer Garage vorbereitet. Der Nick hat nicht einmal eine TÜV-Prüfung. Just wanna ride on my motorcycle. And I don't wanna die beside. It was late last night, the other day. I thought I'd go up and see where. Ich nehm den. Dein ganze Leben dreht sich um TÜV, aber du hast keine TÜV-Prüfung. Ja. Warum? Weil die grosse Faszination für uns nicht darin besteht, um uns im Verkehr einzureihen und dann von Lichtsignal zu Lichtsignal fahren, mit TÜV, die eigentlich viel mehr könnten. Und dann gehen wir lieber am Wochenende auf die Rennstrecke oder sonst auf abgesperrte Gelände und dann wirklich die Grenzen von diesen Fahrzeugen ausloten. Was ist es denn, was die Faszination TÜV für dich genau ausmacht? Also in unserem Fall jetzt da ist es das Grösste eigentlich die Mechanik, dass es möglich ist, dass wir komplett selber ein Fahrzeug zuerst konstruieren und dann bauen. Und dann kann man dort drauf sitzen, das anstellen, dann wirklich damit rumfahren. Das macht einfach Spass auf einem selber gebauten Fahrzeug. Wie hat das bei dir angefangen? Das hat bei mir angefangen, als mich mein Onkel mit 9 das erste Mal auf einen Handmotorcross gesetzt hat. Er hat dann angestellt. Mich draufgesetzt und bin ich losgefahren. Wenn ich umgekehrt bin, dann habe ich auch eine Brühe in der Kurve. Dann ist er zu Rennen gekommen, hat den TÜV wieder aufgestellt, dann angestellt und mich wieder draufgesetzt. Und dann seitdem hat mich der Mythos von Geschwindigkeit und Verletzlichkeit auf so einem Fahrzeug nicht mehr gehen lassen. Weit vor der TÜV-Prüfung? Ja, die habe ich dann leider auch nicht dürfen machen, weil sie mich vorher schon verwünscht haben. Das ist auch ein Lebensmittelpunkt im Moment, der Ferdinand. Das ist so. Gib uns mal kurz Geschichte zu dem Bike. Also ich bin vor 2 Jahren mit meiner alten Triumph, wo man eigentlich gut frisiert ist und wirklich gut läuft, in Spanien ein Bergrennen gefahren. Und dann leider in der ersten Runde rausgefallen, weil ich keine Chance hatte gegen irgendwelche. Und dann haben wir gerade unser Zeug zusammengepackt und sind ins Haus, das wir dort gemietet haben, zu Planschmieden, damit wir nächstes Jahr ganz vorne mitfahren können. Weißt du, jetzt für einen Laien wird im TÜV anders als bei einem normalen? Also ist die Rahmengeometrie speziell, dass er tief ist und eher das Gewicht vorne, dass er nicht aufstellt, weil er so viel Leistung hat. Und halt auch für die Aerodynamik, dass er wirklich tief vorne liegt mit einem grossen, grossen Motor. Und jetzt gilt es den Ernst für den Ferdinand. Was steckt hinter dem Rennen, das bevorsteht? Da treffen sich einfach die schnellsten Beschleunigungsrenntöff von Europa. Da freuen wir uns, die alle zu sehen und gegen die zu fahren. Verdient man mit dem Geld? Dem Ferdi selber gar nicht. Da verlochen wir jegliches okay. Geld, das wir irgendwie schwer verdienen, das wir aber einnehmen, indem wir Fahrzeuge für Kunden bauen. Und im Moment haben wir das grosse Glück, dass gerade eine riesige Nachfrage ist und gerade ein rechter TÜV-Hype. Wir konnten gerade auf die Welle aufsteigen und reiten die jetzt ab. Kann ich mal eine Runde drehen? Lieber nicht, jetzt haben wir ihn so kleinlich und peinlich vorbereitet für den Lemsek. Es wäre schade, wenn du das kaputt machen vorher. Bin ich wohl der Einzige, der eine TÜV-Prüfung hat?
Sehen wir uns am Glemsweg. Ich bin gespannt, wie das Ding abgeht im Rennen. Leck dich das gewurmt, dass du nicht hast fahren durften. Ehrlich gesagt, ja, voll. Stop, Glemsweg 101. Jetzt gehen wir ans Rennen von Nick Heo. Kannst du noch mal zusammenfassen? Hey, der TÜV-Garage in Rappi baut den TÜV und fährt mit denen Rennen. Fast perfekt. Er fährt nicht selber. Er baut einfach den TÜV, ein Kollege von ihm fährt. Wie funktioniert es eigentlich mit diesen Rennen? Ich habe das immer noch nicht gecheckt. Mega einfach. Geradeaus, 1 gegen 1. K.O.-System. Ein Achtel Meile, der schneller dahin ist, ist gut. Oh, und der am Schluss führig bleibt, der ist dann der Sieger über alles. Der Umschluss völlig bleibt der Gummi. Und jetzt musst du ihn schauen. Das ist wie im Film. Rennstrecke, Stroh, Wind im Haar. Zeitlupe. Zeitlupe. Au! Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for the leader of the pack. My folks were always putting him down. Down, down. Was bedeutet so ein Renntag für dich? Sehr viel. Auf das schaffen wir eigentlich ein, das ganze Jahr. Wir fallen recht so ein bisschen aus dem Rahmen, wenn man so umschaut. Sehr viele sind schwarz angelegt und haben so ein bisschen Bärte. Also der Andi würde vielleicht fast besser reinpassen vom Ausgehen als du. Du hast ein Hawaii-Hömmli an. Ja, ich habe keinen Bartwuchs. Du hast keinen Bartwuchs. Wir stehen ein bisschen gegen den Strom. Viele nennen uns ein bisschen terrible von der Szene, aber halt, wir machen mit der ziemlichen Leichtigkeit das Ganze. Das funktioniert am Schluss genauso gut wie die, die es hier ernst machen. Und auch die Hawaii-Hemper, die haben wir immer bei den Rennen. Und das ist auch ein bisschen, um uns lustig zu machen, überall, wo das Gefühl haben, sie sagen die Obergangster, weil sie jetzt hier in der TÜV-Szene sind und ihre TÜV bauen. Aber macht man sich in der Szene oder ist man auch mal so ein bisschen bissig? Also wir hier, das nennt man auch das Friendship Village. Wir wo da unsere Stämme miteinander haben, sind die besten Freunde. Bis zu der Startlinie sind wir beste Freunde. Und ab dann wird es todernst. Vorbei mit lustig. What can I say? Let me explain this to you. Yeah. I don't even want to fight with you, man. I lay you right where you stand. You be- Jetzt steht dann gerade hinter mir ein, der aussieht wie ich in 20 Jahren. So will ich auch mal werden. Hast du deine Nerven behalten? Flattert es denn schon? Ja. Ja, jetzt am Schluss, wenn die Fahrzeuge sich aufreihen und die ersten Motoren laufen, dann ist es wirklich... wird es ziemlich ernst. Ja. Wir haben doch lange auf den Moment die Zeit geschafft. As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions creep around. It makes me think long ago. I was brought into this life, a little lamb, courageous, stumbling, fearless was my middle name. Sie sind auch kostbar, nicht fest weg, also jetzt. Thank you.
Geschichte, ja. Und das siehst, wenn der Gegner gleich gross bleibt und der Fersi einfach kleiner wird. Sehr schön zu sehen. Sollte man viel mehr machen, so einen Tag an der frischen Luft. Yes, this feels got a hold on me. Yes, this feels got a hold on me. Holy fuck! Screwdriver! Slotted screwdriver! Sorry! Der Linderkopf ist echt auf dieser Seite fest. Easy! Lass mir nochmal an, komm! Congratulations! No shit, man. No shit! We, but it didn't run well. Ferdinand kind of had a problem, I think. Stay in the start. At least it was you. Yeah. Yes. That's better. Mega knapp, oder? Ja. Ja. Krass. Sehr knapp. Und ja, von da haben wir nicht können sagen, wer gewonnen hat. Yeah. Aber der Start ist nicht ganz optimal verlaufen. Yeah. Ja, unter anderem ist es schon ein bisschen früh, ein gar früh abgegangen. Okay. Ja. Aber tut es jetzt gleich ein bisschen weh, weil du hast vorher gesagt, ja, wenn es verrupft, dann ist es ja, ja. Schon ein bisschen schade, dass es jetzt draussen ist, aber nein, easy, das ist Motorsport. Schon unsere erste Saison, wir sind eigentlich schon mal zufrieden, haben die ersten beiden richtig verblasen. Da hat man eigentlich gesehen, dass der Ferdi etwas kann. Ey, und ich habe das Gefühl, ihr habt mega viele Fans. Was ich habe das Gefühl, es haben alle immer mega Freude, wenn ihr mit euch reinhaben und aufmarschiert. Ja, wir sind halt auch keine Gangster wie alle anderen. Ich hätte nie gedacht, dass man das so dermaßen nimmt. Ein TÜV-Rennen. Gell, ist krass. Wahrscheinlich dabei zu sein. Wahrscheinlich liegt es auch an ihnen, weil sie so dermaßen Freude gehabt die ganze Zeit. Ja, die Maschinen sind schon auf. Ja, und, ja, ich gebe es zu. Also, wenn du mal siehst, wie die so an dir vorbeibraust in dieser Geschwindigkeit, scheint euch einfach. Und ich dachte, 50. Ich fahre 53. Eben. Sind das in Deutschland?